Haben Sie noch mehr Übergeschnappte auf Lager? Keine Bange, das Knallüberhorn hat bis jetzt jeden Tag einen geschafft. Machen Sie Platz, Platz da, ich muss wieder ans Werk. So, das wäre erledigt. Damit. Bringen Sie die auch auf Knalldur, Hardy. Ist recht. Sind die anderen in Ordnung gewesen? Moment mal, Ruhe! Was? Ob die anderen in Ordnung waren? Sind zu gebrauchen. Lass endlich den Quatsch. Ich muss sie doch ausprobieren. Hast du denn gar keine... Hört auf! Kannst du dir dieses Getöse denn ewig anhören? Das geht in ein Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Stört mich gar nicht. Ja. Ruhe! Sind Sie denn nun noch nicht bald fertig? Nein, nein! Ich habe jetzt die Nase voll! Ich will nicht mehr! Ich will überhaupt nicht mehr! Hörner über mir, Hörner von links und von rechts, Hörner von unten! Ah! Hörner von oben! Hörner und oben! Hörner! Hörner! Aber! Nicht doch! Mr. Hardy, beruhigen Sie sich! Kommen Sie wieder zu sich, Mr. Hardy, beruhigen Sie sich! Nicht doch, das klingt weg! Verlieren Sie doch bitte jetzt nicht die Nerven! Sie sind ja völlig fertig. Gehen Sie nach Hause und legen Sie sich ins Bett. Ich schicke Ihnen gleich einen Arzt. Das ist genau das, was ich brauche. Komm, Stanley. Ja. Wir wollen gehen. Du sollst loslassen, habe ich gesagt. Da. Komm schon, komm! Macht euch wieder an eure Arbeit! Olli! Ja,
Komm schon. Wie geht da? Du fährst, ich bin zu nervös. Na gut. Nun mach. Ja? Ich kann das verdammte Hupen nicht mehr hören. Da steht doch ein Wagen. Weg ja. da. Ha, stell die Hupe ab, du Hornochse. Weg. Das sind vielleicht zwei komische Vögel. Was ist denn überhaupt hier los? Mein Geschäft ist zwischen 2 und 4 Uhr geschlossen. Könnt ihr denn nicht lesen? Ich finde das sehr unsozial. Das tut gut. Warum gehst du denn auf Zehenspitzen? So krank bin ich doch noch nicht. Ich gehe auf den Hacken. Und warum läufst du auf den Hacken? Hm? Ich habe einen Nagel im Schuh. Dann setz dich hin und zieh ihn raus. Dr. Finn lesen. Oh, sehr angenehm.
Hallo? 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 Hallo! Hier ist Dr. Finlesen. Ich nehme an, es ist eine gestörte Störung. Hallo? Hallo? Hier ist Dr. Finlesen. Spreche ich mit Mr. Hardy? Aha. In Ordnung. Auf Wiedersehen. Wer war das? Der Doktor. Was hat er gesagt? Er kommt in einer Viertelstunde oder vielleicht auch in 15 Minuten. Jedenfalls so schnell es geht. Was hast du denn da reingetan? Gar nichts. Was soll ich denn mit einem Eisbeutel, wenn kein Eis drin ist? Wir haben kein Eis. Du bist ein Hornochse, dann tu doch wenigstens kaltes Wasser rein. Hier. Wie du denkst. Sieh nach, wer da ist. Ach, wir wollten nur mal nach Mr. Hardy sehen. Bitte? Oh, Mensch. Sind Sie wahnsinnig geworden? Guten Morgen, Doktor. Guten Morgen. Ich glaube, ich gehe jetzt, aber wenn Sie irgendeine Hilfe brauchen, komme ich gern. Vielen Dank, Madame. Komm, Liebling. Willst du eine Banane? Nimm sie dir. Ja, gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm bald wieder, mein Kind. Wollen wir mal sehen. Zeigen Sie mal Ihre Zunge. Ihr Wasser. Gleich dort in der Ecke, aber seien Sie vorsichtig. Stan? Stan, schmatz nicht so. Musst du dir dann alle meine Bananen reinstopfen? Haben Sie auch den richtigen Hahn aufgemacht? Mund auf. Oh.
Was soll dieser Quatsch mit der Puppe? Ich... Ja. Stanley, du raubst einem noch den letzten Nerv. Und nun die Lungenprobe. Legen Sie sich mal ganz flach auf Ihr Bett. Ja. Was ist das? Das ist meine Spezialerfindung, der Lungenkrafttester. Bis 90 ist es normal, aber was darüber geht, ist äußerst lebensbedrohlich. Hier nehmen Sie das. Warum? Und Sie das. In den Mund? In den Mund. So. Legen Sie das Ding weg und gehen Sie mir zur Hand. Nein, 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 nein! Tun Sie das, was ich getan habe. So, bitte. Olli, du hast eine ganz stabile Lunge. Ich mach mich noch ganz fertig. 1935. Ja, gut, so weiter, weiter. Was fehlt mir, Doktor? Was hab ich denn? Was ich befürchtet hatte. Doppelseitige Hornophobie. Hornophobie? Ja, Sie sind sehr empfindlich gegen Hubgeräusche. Sie sind sozusagen ein Hupenhysteriker. Was Sie notwendig brauchen, ist absolute Bettruhe. Aber wirklich absolute Bettruhe. Und eine Ziegenmilchkur. Was? Fliegenmilch? Nicht Fliegen. Geißen. 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 So, mein Lieber, nun nehmen Sie ein heißes Bad und ruhen sich aus. Ja, Doktor, wo kann ich mich denn ausruhen? Vielleicht machen Sie eine kleine Schiffsreise. Da haben Sie auf alle Fälle frische Seeluft. Nein, frische Seeluft lasse ich mir noch gefallen, aber auf ein Schiff gehe ich nicht. Gut, ist denn nur ein Ratschlag. Sie können ihn befolgen oder nicht. Das ist ja Ihre Krankheit, nicht meine. Tun Sie, was Sie wollen. Und was ich doch sagen wollte... Ich finde, du solltest den Rat des Doktors befolgen. Du hast ja gehört, was er gesagt hat. Wenn du es nicht tust, bist du der Dumme. Du kannst von mir aus reden, solange du willst. Aber eine Schiffsreise mache ich nie. Nicht mit und nicht ohne Hornophobie. Ich wollte dir nur helfen. Ich will dir was sagen. Erlaube mal. Mir ist da gerade was eingefallen. Wir brauchen ja gar nicht auf den Ozean, um frische Luft zu haben. So? Wie meinst du das? Wir mieten uns ein Segelboot, machen es uns gemütlich und brauchen den Hafen gar nicht zu verlassen. Da haben wir so viel Seeluft, wie wir wollen. Da hätten wir aber den Doktor reingelegt. Was heißt hier reingelegt? Seeluft ist Seeluft. Ob du die nun im Hafen genießt oder auf hoher See, das ist doch dasselbe. Was sagst du dazu? Du hast recht. Das machen wir. Gut. Und jetzt rein ins heiße Bad und dann ins Bett, damit der Doktor auch seinen Willen hat. Richtig. Dann kann er dir auch keine... Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Während ich mein Bad nehme, räumst du hier das Zimmer auf. In Ordnung. Thank you.
Ich dachte, unsere Wasserleitung wäre repariert worden. Sie ist doch auch repariert worden. Geben Sie mir den Klempnermeister. Sehr gern. Hallo? Sind Sie der Mann, der bei uns die Wasserleitung repariert hat? Ja, warum? Dann lassen Sie sich Ihr Lehrgeld wiedergeben. Warum denn, mein Herr? Ist doch alles in bester Ordnung. Sie sollten Ihren Beruf aufgeben und lieber Zauberkünstler werden. Ha! Dem habe ich's aber gegeben. Verzeihen Sie. Würden Sie vielleicht die große Freundlichkeit haben, mir eine kleine Portion Kaffee zuzubereiten? Wie Sie wünschen. Zusammenfällt? Ich bin ja gar nicht schuld, das hat auch der Klempner alles falsch gemacht. Daran liegt das also. Gut, dass du mich daran erinnerst. Jetzt gehe ich sofort runter und werde diesem Stümper von Klempner meine Meinung sagen. Jawohl. Oh. Na, warte. Den Klempner ich. Mr. Hardy, ist bei Ihnen auch was passiert? Passiert ist gut. Sehen Sie sich mal meine Küche an. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Nein, kommen Sie mit. Nein, kommen Sie erst mal mit zu mir. Also, ich kann mir nicht vorstellen, was da los ist. Ich mache heute früh meinen Eisschrank auf. Und was passiert? So was. Aber das ist noch nicht alles. Sehen Sie sich mal das Radio an. Oh, das ist doch die Höhe. Ich werde dem Kerl auch noch Ihre Meinung geigen. Hallo? Hallo, Mr. Laurel. Professor Bonini ist auf dem Wege zu Ihnen wegen der Musikstunde. Grandioso. Wir hatten uns schon früher erwartet. Rufen Sie uns doch mal wieder an. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Buongiorno, signore. Arrivederci. War das ein Erdbeben? Nein, ich habe kein Beben gesehen. Aber ich habe noch gespürt. Va bene. Also, signore, beginnen wir mit der Musica. Womit? Wo ist der Keller, bitte? Da unten. Vielen Dank. Bitte. So, nun hören Sie mal zu. Ich werde Ihnen zeigen, wie gemacht wird. Capito? Capito. Gut. Hm.
Jetzt, wir spielen Duett. Fangen wir an. Hupen. Helder! Helder! Hupen! Haben Sie Ihren Plunder! Und das ist ein Kapito! Lassen Sie sich nie wieder hier sehen, sonst passiert was! Hallo! Sagen Sie mal, wer hat denn diesen Idioten hier zu uns heraufgeschickt? Hast du gerufen? Wo Hilfe! Bist du? Hilf mir, Stan! So hilf mir doch! Lass mich nicht los! Nicht loslassen! Zieh! Hilf mir, Stan! Hilfe! Lass mich nicht fallen! Oh, Stan! Oh! Oh! No. Sagen Sie bitte, wo ist die Straße? Geradeaus. Vielen Dank. Hilfe! Hilfe! Mach schnell! Stan! Mach schnell! Hilf mir! Schnell! Hilfe! So mach doch! Ich kann nicht mehr! Stan! Hilfe! Hilfe! Ich falle! Stan! Stan! Ich komme mit der Matratze. Halte doch eine Sekunde aus. Ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr halten, Stan. Einen kleinen Augenblick. Stan! Ja, komm! Entschuldigen Sie bitte, ich wollte eigentlich zu meinem Freund Olli dahinter. Olli! Olli! Komm, setz dich. Na?